coming up. Davisville Station. Doors will open on the right. So, wir sind heute im Distillery District, wollen uns das hier mal schön anschauen, sind sehr gespannt, es sieht von hier schon sehr schön aus und später geht es ja nochmal zum Bauernmarkt und mal sehen, was die Zeit noch später bringt. Leider ist unser Rucksack kaputt gegangen. Ja, hier, schön ab, jetzt kann ich ihn nur noch an einer Schlaufe tragen, ja. Aber okay. War eben, glaube ich, oder? Ja. Ja, schöner Lidl-Rucksack. Egal. Naja. Haben uns sogar ein Footlong Sandwich geholt. Mal zur Ausnahme, sonst erstmal jemand den halben. Das ist ziemlich günstig, von wenn man ja auch satt, aber ich hatte ja vor, ey. Komm schon. Ich hatte Hunger. Och, ich weiß nicht, ob das man im Endeffekt vielleicht doch den Kosten. Weiß nicht. Aber wir brauchen noch ein bisschen Überbrückungszeit bis zum Abendbrot, also kann man sich das mal gönnen. Ja, wie man hier sieht. Uta ist gerade fleißig dabei. Provisorisch. Wieder zu reparieren. Mal gucken, wie lange das hält. Bin ja gespannt. Bei dem dünnen Faden. Ich hatte nämlich noch so ein kleines Notfall-Reset in meiner Tasche. Und jetzt kommt das mal das erste Mal zum Einsatz. Das sieht wohl nach einer Distillery aus und da müssen wir ja gleich mal reinschauen. Wir haben jetzt die drei Shots einmal ausgetrunken.
Ich fand den Whisky ganz gut, also der hat nicht so doll gebrannt, der war echt relativ mild. So normalerweise habe ich das immer, wenn ich Whisky trinke, das brennt richtig den Hals runter. Das war voll okay, der war echt lecker. Der Gin, der war auch echt gut, der roch so ein bisschen blumig und nach Kräutern natürlich. Aber der war so ganz erfrischend im Nachgeschmack, also auch echt richtig gut. Und der Wodka, den fand ich auch relativ mild. Also ja, ist halt Wodka, aber wenn man den jetzt so im Mund genießt, kann man den auch echt gut trinken. Also der hat auch nicht so doll gebrannt, das war echt ganz gut. Also ich muss sagen, der Wodka war, ich bin jetzt nicht so ein Urtrinker, aber der Wodka, der hat mir jetzt nicht so besonders geschmeckt, das war jetzt nichts Besonderes für mich. Ich hätte jetzt echt gesagt, ich weiß nicht, ob da jetzt vielleicht welche sauer werden drüber, aber das hätte ich jetzt auch mit einem kurzen Honest-Lohr verglichen. Der Gin war lecker, das war ein bisschen immer was anderes, als, würde ich sagen. Den würde ich als am ersten noch pur trinken, der hatte was. Und Whisky war auch schön mild, alles ganz lecker. Ja, Fazit, sehr gut. Kann man hier mal trinken gehen. Wir sind jetzt hier im St. Lawrence Market und schauen uns hier jetzt mal ein bisschen um, was es hier alles so gibt. Hier ist anscheinend eine große Gemüse- und Fruchtabteilung. Sieht schon mal ganz nett aus hier. Avocados! Und noch mehr Fleisch. Es gibt echt ziemlich viel Fleisch hier. Die armen Tiere, die leben anscheinend auch noch. Lecker schön Krabbenarm. Lecker, lecker, lecker. Schon gesehen. Die St. James Church. Und echt cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es in Toronto so eine große, schöne Kathedrale gibt. Also voll schön sieht die aus, finde ich.
Wir sind jetzt gerade am Kochen. Heute Abend gibt es mal wieder, wie zum dritten Mal in dieser Woche, Spaghetti, weil es einfach das günstigste ist. Die Katze ist natürlich auch dabei. Die darf hier überall rauf und überall rein und alles. Und die leckt immer richtig gerne an diesem Wasserhahn. Ich zeige euch das mal. Lecker, lecker, lecker. Thank you.